Aber Herr Jauch, können Sie nicht kurz vorbeikommen? Wir sind doch quasi auch das Erste. Herr Jauch? Verdammt. Alle Fußballexperten sind in Südafrika oder ausgebucht. Was machen wir denn jetzt? Hi, ich bin Claudia. Ich bin Spielerfrau und soll euch mal ein bisschen was zur WM erzählen. Habe ich ja schon immer von geträumt. Das WM-Nagelstudio. So eine Fußballsendung mit Themen, die auch Frauen interessieren. Ich bin nicht runtergeflogen nach Südafrika. Ich wollte erst, aber es sagt einem ja keiner mal genau, welches Land. Und außerdem ist Südafrika wohl total gefährlich. Anders zum Beispiel als die Malediven oder der Miroklose. Ich finde ja übrigens den Mario Gomez besser. Der hat ja auch schon Fans in aller Welt. Bei denen heißt er nur Super Mario. Und die basteln den dann zum Beispiel aus so Post-it-Zetteln nach und lassen den dann die Wände langlaufen. Wohl irgendwie ferngesteuert oder so. Was? Nee, nee, ich bin nicht die Freundin von Miro Gomez. Aber von welchem sag ich euch auch nicht. Das ist meine Privatfähre. Ich kann nur so viel verraten. Kennengelernt habe ich den Piep in der Kneipe, wo ich gearbeitet habe. Da war ich noch Spülerfrau. Naja, der Yogi ist jedenfalls froh, dass wir Mädels nicht dabei sind. Dann muss der nicht von diesem Flohjogler prognostizieren lassen, wann welche von uns ihre Monatsdepression hat. Da sieht man doch sogar für mehrere Frauen gleichzeitig, wann die eher so Boateng-mäßig drauf sind. Und deswegen dann auch die Jungs voll Stress haben. Die Prognose hier macht dem Yogi doch bestimmt schon genug Sorgen. Da haben so Berufsrechner ausgerechnet, wer Weltmeister wird. Irgendwie Landeinwohner mal Bruttototalprodukt plus Erfahrung oder so. Naja, am Ende kam jedenfalls Brasilien raus. Übrigens, ich sag jetzt mal was zu so Vorurteilen. Zum Beispiel, dass Sex vorm Spiel schlecht ist. Hab ich früher auch geglaubt. Ja, und dann immer eine Riesenszene gemacht, wenn der Scheiße gespielt hat. Ich dachte, der betrügt mich. Es gibt ja auch viele Vorurteile zu uns Spielerfrauen. Geldgierige Schlampen, blöde Flittchen. Naja, was die halt immer so erzählen in der Kabine. Dabei gibt's ja auch noch andere Hobbys außer Schuhe und Sonnenbrillen kaufen. Ja, habe ich eben bei Maps for Fun gesehen. Es gibt tatsächlich Leute, die in ihrer Freizeit schwimmen, bowlen oder klettern gehen. Und auf der Karte hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, wo in seiner Nähe man so Sachen machen kann. Dem Typ hier würde das vielleicht auch helfen. Boah, ist das ein Langweiler. Bei dem passiert den ganzen Tag lang entweder nix oder immer dasselbe. Ist schon ziemlich traurig, aber dafür echt ganz schön anzugucken, wie der Typ leidet. Ach, ich beneide ja etwas die Simone Ballack. Ich würde mit meinem auch gerne Urlaub machen. Da hat man endlich mal Zeit, über seine ganzen Probleme zu sprechen. Zum Glück habe ich keine. Meiner ist ja auch nicht verletzt. Da muss man als Spielerfrau echt aufpassen. Und wie so ein Vereinsmanager genau überlegen, welchem Spieler man hinterherrennt. Ich kann nur sagen, Finger weg von nordkoreanischen Spielern. Ich meine, die können da zwar ganz gut tanzen, aber ich habe gehört, die Marktwirtschaft steckt bei denen wohl noch in den Kinderschuhen. Und die Verwechslungsgefahr ist auch ziemlich hoch. Aber sonst echt cool wie das Video hier. Habe ich mir auch mal direkt mit Watchen gespeichert. So eine Art Online-Handtasche für Internetvideos, in der man mit einem Klick alles sammeln kann, für das man gerade keine Zeit hat zum Gucken. Bisschen blöd ist nur, das kostet nichts. Ja, hat mir echt Spaß gemacht, euch so ein bisschen Fußball zu erklären. Wenn ihr noch was von mir wissen wollt, dann schickt ihr die Fragen einfach hier an die Senf-Studios. Das war Ehrensenf. Ich bin Claudia. Tschüss. Ach, mein Tipp. Deutschland gewinnt 2-2 nach Elfmeterschießen. Hat das schon einer?